Hi, mein Name ist Marcel Klein. Ich bin 31 Jahre alt. Mein Lieblingsfußballverein hier im Ruhrgebiet ist der VfL aus Bochum. Und zu meinen Trainerqualifikationen, ich habe eine Trainer C-Lizenz gemacht und einen Torwarttrainer-Basislehrgang besucht. Wie bist du zum Trainerberuf gekommen? Meine Tochter war hier zu einem Tag der offenen Tür, fand das hier alles ganz toll. Dann haben wir sie hier angemeldet. Der Trainer damals hat nach Hilfe gefragt, da habe ich mich da angeboten. Ja, und seitdem bin ich jetzt schon mehr als 5 Jahre, glaube ich, Trainer bei der SG 71. Und wie würdest du deinen Trainingsstil beschreiben? Ja, ich lege im Training sehr viel Wert auf Disziplin, weil ich denke, Disziplin ist der Grundstein zum Lernen. Jetzt mal was Aktuelles. Wie läuft so die Vorbereitung in der E-Jugend? Ich bin zufrieden. Wir hatten jetzt vor kurzem ein Testspiel gegen einen sehr starken Gegner, wo wir uns sehr gut verkauft haben. Ja, schauen wir mal, was noch so geht. Wir sind ja erst 1,5 Wochen drin. Dein Ziel für diese Saison? Nicht aus der Kreisliga A abzusteigen. Dann eine 5-4 oder 1-0 gewinnen? 1-0. Notbremse oder Gegentor? Gegentor. Aggressiv pressen oder hinten sicher stehen? Aggressiv pressen. Lieber Derby-Sieg oder Aufstiegsrunde? Derby-Sieg. Messi oder CR7? Oder. Nein, nehmen wir Messi. Trainer oder Spieler? Trainer. Dein Lieblingsspieler? Nee, Darius Wosch, aber der spielt nicht mehr. Warum? Ja, das, im Ruhrpott ist das die Zaubermaus und ja, ist ein super Zehner gewesen früher. Klasse Junge. Ich bin die Melli, ich bin 35 Jahre alt, Trainerin hier im Verein. Qualifikation, ich habe bis jetzt nur den Basislehrgang tatsächlich beim Torwarttraining mitgemacht. Den Rest muss mir Matze tatsächlich hier noch in der E-Jugend beibringen. Und Lieblingsverein VfL Bochum. Wie bist du Trainer geworden? Ich habe angefangen hier als Mutter, als Kassenprüferin, dann als Kassiererin, dann als Jugendleiterin, dann als Torhüterin, Torwarttrainerin und damit dann irgendwann auch als Hilfe für die E-Jugend als Trainerin. Dein Trainingsstil? Ich bin, glaube ich, eher der ruhigere Part. Mir ist Teamfähigkeit ganz wichtig. Das Soziale zwischen den Kindern ist mir ganz wichtig. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Wie läuft in deinen Augen die Vorbereitung? Gut. Also der Anfang ist gemacht. Es fehlen natürlich einige Kinder, weil die im Urlaub sind. Logischerweise jetzt in den Ferien. Aber der Start ist schon mal gemacht. Dein Ziel diese Saison? Wir sollten uns irgendwo im Mittelfeld aufhalten. Das würde mir voll und ganz reichen. Dann auch bei dir die Runde? 5-4 oder 1-0 gewinnen? 1-0. Notbremse oder Gegentor? Gegentor. Aggressiv pressen oder hinten sicher stehen? Pressen. Lieber Derby-Sieg oder Aufstiegsrunde? Derby-Sieg. Messi oder CR7? CR7. Trainer oder Spieler? Trainer. Dein Lieblingsspieler? Manuel Riemann. Warum? Weil er ein sehr souveräner Torwart ist, den ich mir sehr gerne angucke, ohne dass er gleich so arrogant wirkt wie so der ein oder andere. Warum sollten die Kinder bei euch spielen? Ich denke, dass die Melli und ich uns auf diesem Trainingsplatz hier sehr gut ergänzen, aus Disziplin und sozialem Miteinander. Deswegen haben wir auch, glaube ich, beide die Frage mit Gegentor anstatt Notbremse beantwortet. Wir legen hier Wert auf Fairplay und ich denke, die Kinder zocken zu Hause genug. Lass sie lieber bei uns auf Fußballplätze zocken. Und dafür geben wir hier alles.